Liebe Neuland-Thailand-Freunde, wie geht es euch? Anmeldung hier in der Gemeinde. Ja, was braucht man dazu und wie geht das so? Also es ist keine einfache Sachangelegenheit. Das kann ich schon mal vorandeuten. Und zwar braucht man dazu eine übersetzte Passkopie. Die dann noch abgestempelt und genehmigt wird vom Ausländerministerium, von Foreigners. Dann braucht man eine Geburtsurkunde. Die muss natürlich auch noch übersetzt werden, aber bevor das Ganze passiert, muss die noch, beurkundet werden. So, beurkundet werden in eurem Heimatland, dass es wirklich, es muss eine doppelte Beurkundung sein. Zuerst muss es beurkundet sein in der Schweiz zum Beispiel, oder besser gesagt in Deutschland. Und dann muss es noch beurkundet werden von der Botschaft, also zweimal. Eine Doppelbeurkundung, weil die trauen sich nicht gegenseitig. Also das ist so in der Schweiz. So. Und dann muss das auch noch vom Ministerium für Foreign Affairs abgestempelt und abgesegnet werden. Und dann braucht man den Pass mit einem gültigen Visum. Natürlich. Und dann musst du Kopien machen von allem, weil du gibst das Original ab. So machst du am besten, also du machst am besten ein paar Kopien, auch vom Pass und vom Visum. Dann brauchst du noch Passfotos zur Sicherheit, man weiß ja nicht. Und dann muss noch der der Chef des Villages, also der, ich weiß nicht mal, ob es ein Wort gibt in Deutsch für das, der muss auch noch mitkommen, damit er bestätigen kann, wer du so bist und ob du dich gut verhältst im Dorf und bla bla bla. Dann geht's los. Dann muss man zur Polizei, thailändische Polizei. Die werden dann einen Check machen über dich. Dann musst du zur Immigration gehen. Die machen dann auch nochmal einen Check. Dann muss man die Fingerabdrücke noch hinterlegen. Dann muss man wieder zurückkommen hier zur Gemeinde. Irgendwie das wieder abgeben und bla bla bla. Abwarten, dann wiederkommen, abwarten und wiederkommen. Also die Prozedur, die ist wirklich, die ist wirklich nicht ohne. Und also von dem her gesehen, macht auch auf etwas gefasst. Das ist natürlich in jeder Region vielleicht ein wenig anders. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Und zwar dieser Fall von dem Schweizer, von Phuket. Die haben mich tatsächlich gefragt, hier, ob ich in einer Schlägerei verwickelt worden war oder nicht. Das Ganze startet seit diesem Fall. Oder ja. Und das ist natürlich echt scheiße. Also, solche Fragen, die sind wirklich unnötig und man fühlt sich halt nicht gerade wohl bei solchen Fragen, obwohl man ja nichts gemacht hat, weil ich war noch nie in einer Schlägerei involviert, zum Glück, und muss das auch nicht haben, das überlasse ich anderen ansonsten eben. Also, die Marke Schweiz ist hier nicht unbedingt gerade sehr gut angesehen. Und was soll man dazu sagen? Nix. Man kann nichts dazu sagen.
Man muss es über sich ergehen lassen. Ja, das ist halt das, die Prozedur. Naja, ich weiß nicht, wie das so bei dir abgelaufen ist, aber hier läuft es so ab. Und ja, das Ganze kann, die Anmeldung dauert circa 2 bis 3 Wochen, bis die ganze Prozedur gemacht wird und bla bla bla. Erst dann kannst du ein Bankkonto eröffnen und den thailändischen Fahrausweis, also Führerschein machen. Nein, wie sagt man das bei euch? Führerschein. Und ja, und eben das, was du sonst brauchst, einfach. Und ja, so läuft's. So läuft's ab. Was geht bei euch so ab? Auch so? Oh Mann, Kopfweh, ich sag's euch. Boah. Also das ist wirklich, ja, naja. Aber eben. Immer noch besser als in der Schweiz. Weil in der Schweiz, wenn du deine thailändische Frau anmelden willst, das dauert Jahre. Also das ist wirklich auch Kopfzerbrechen pur. Weil in der Schweiz sind die Asiaten so quasi gelistet, so wie ISS-Terroristen oder irgend sowas, weißt du. Und ja, anyway. Gut, also das wär's. Kleines Update also von der Gemeinde hier. Und ich werde dann euch noch auf dem Laufenden halten, wie das so abging und ja, was dann noch so passiert. Gut, mich würde es natürlich auch interessieren, wie das bei dir gegangen ist. Ich weiß nicht, vielleicht bei den Deutschen funktioniert das total anders und viel einfacher. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Deutscher. Bei uns oder bei mir funktioniert es so. Also, bis bald. Tschüssi, bye bye.